Hallo Leute, mein Name ist Hotzose und willkommen zu einem weiteren Tag in Minecraft. Heute widmen wir uns den Gewächsen da hinter mir, den Melonen und Kürbissen, denn wir wollen eine anständige Farm bauen und natürlich machen wir das in unserem Farming District oder was es dereinst mal werden soll. Wir haben hier ja einige Plätzchen an den Ecken, wo wir noch eine Farm platzieren können. Das System zum Einsammeln der Kürbisse und der Melonenschnitten ist nun bereits platziert. Und zwar ist das 9x9, denn das ist auch genau das Ausmaß, was wir dann auch bewässern können. Wir sind hier 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 3, 4. Das heißt, hier sind wir genau in der Mitte. Das heißt, hier kommt mal Wasser rein. Und den Rest füllen wir mit Erde auf. Und darauf werden wir dann in einem Schachmuster Melonen und Kürbisse pflanzen, wie wir es auch schon in der anderen Farm haben. Denn wenn wir das so abwechseln, dann können wir die Rate etwas erhöhen, mit der sie Früchte tragen. Und darüber kommt dann der Mechanismus zum Ernten und grundsätzlich ist das nichts wirklich Weltbewegendes, aber wir werden sehen. Ich glaube, ich brauche etwas mehr Samen, dass ich hier auch anpflanzen kann und wir werden das Ganze nicht höher bauen als das da drüben. Sprich wahrscheinlich zwei Layer, zwei Ebenen. Wir könnten immer noch eine darunter platzieren, aber ich denke, die Farm ist hinreichend, so dass wir genügend Melonen und Kürbisse rausbekommen. Die erste Ebene ist angepflanzt mit einer Reihe Kürbis, einer Reihe Melone, einer Reihe Kürbis und so weiter. Aber nun müssen wir schauen, dass wir hier die Observer so platzieren, dass sie ein Signal nach oben geben, beziehungsweise beobachten, wenn sich dieser Zustand hier unten verändert. Und dazwischen platzieren wir Pisten, Kolben, die nach unten zeigen. Und die werden dann gepowert. Dieser wird einen Block powern darüber und dann mit Node Blocks werden wir ganz so weit kommen, dass wir die Pistons ausfahren können und den Block darunter brechen. Was wir dann noch brauchen, ist hier auf der Seite, da wo wir jetzt noch einen Spalt haben, da müssen wir abdichten, denn sonst fällt uns da dazwischen die ganzen Melonenschnitze und so hierhin Melonenschnitze und Kürbisse und die fallen da dann dazwischen. So.
Hier brauchen wir keinen. Und hier platzieren wir dann auch wieder die Pisten nach unten. Und das machen wir über die ganze Ebene. Jetzt, da alle Observer und Pisten platziert sind, müssen wir einen Weg finden, wie wir das Signal, das der Observer detektiert, wenn sich der Stängel biegt, weil eine Melone oder ein Kürbis dran hängt, müssen wir auf die umgebenden Pisten übertragen, und das machen wir, indem wir auf jedem Observer einen Block platzieren. Dieser wird dann ja gepowert. Und dann müssen wir von hier eigentlich nur noch das Signal umbiegen, so dass die Pisten, der Kolben, auch gepowert wird. Und das machen wir mit einem Node-Block. Denn dieser wird gepowert durch den gepowerten Block nebendran, und das im wiederum powert den Kolben darunter. Hier in der Mitte brauchen wir nichts, denn da ist ja genau, und so tönt das dann. Und denn hier in der Mitte haben wir ja darunter die Lichtquelle und dann Wasser. Sehr schön. Das war eine Ebene. Und darüber platzieren wir jetzt eine zweite Ebene mit Erde. Und dann machen wir das Ganze nochmals. Und weil wir die Erde hier direkt über den Node-Blöcken platzieren, sind die in dieser Ebene dann nicht mehr hörbar. Aber weil das ja dann quasi die oberste Ebene sein wird, werden wir die Node-Blöcke von der obersten Ebene hören, wenn wir keinen Block darüber platzieren. Also das ganze Spiel nochmals. Beide Ebenen sind nun platziert, und wie ihr sehen könnt, habe ich oben auf den Node-Blöcken Holz platziert, dass das Ganze nicht die ganze Zeit wie ein Orchester tönt. Und in der Zeit haben wir hier bereits ein paar Mal geerntet. Und ich glaube, ich habe etwas mehr Kürbisse gepflanzt, denn die Melonen bekommen wir als Schnitze, und die müssen wir zuerst dann wieder in Melonen umwandeln, und da bekommen wir unter dem Strich weniger zurück als die Schnitze, so dass wir sowieso mehr Kürbisse rausbekommen. Aber mit dieser Farm haben wir einen weiteren Baustein, eine weitere Starterfarm von da hinten hier rüber verlegt. Und wir können nun den Fokus auf das nächste Projekt richten, was wir in der nächsten Folge angehen werden.
Also bis dann und tschüss.